Signal location uploaded to PDA. Aber ja, da habe ich mich geirrt. Die Scheißinsel ist hinter der Aurora, nicht vor der Aurora gewesen. Aber vor der Aurora waren zumindest dann die Abgründe mit den lustigen Teilen für die Prawns, wenn ich mich recht erinnere. So, da unten ist das abgehalfterte. Aua, mein Rücken. Ah, Steißbein. Ah, so, jetzt. So, ich muss in beide Kanzeln einmal hoch, um Sachen zu scannen und einzusammeln. Ich versuche noch ein paar Pflanzensamen mitzunehmen. Da muss ich mir irgendwo ein. Warte mal. Moment, da. Aus dem Bildkasten. Ich glaube, in Below Zero musste man separat für Unterwasser und Außenbeet an Land machen. Großer Raum, tatsächlich. Zwei Platzstahlbahnen braucht. Schluck auf dafür. Sechs Titan für Mehrzweckraum. Aber der würde für den Anfang einer Basis schon mal vollständig ausreichen reichen mit dem Dingens. Ah. Tauchdock, Bestandteil. Ach, da muss ich doch noch mehr Teile finden für. Ah, shit. Ich dachte, der wäre vollständig freigeschaltet. Okay, mein Fehler. Aber immerhin habe ich schon einen Teil gefunden. Ich glaube, fürs Tauchdock kriegte ich in Aurora noch weitere Baupläne. Wie convenient, dass hier ein kompletter Pfad durch den Berg ganz oben auf die Spitze drauf ist, nicht wahr? Ich glaube nicht, dass die sich erst selbst einbuddeln mussten. Aber von der anderen Seite war dieser ganze Felsen irgendwann mal unter Wasser. So, Observatorium gehört damit auch mir. Das war laut. Keine Ahnung, unter was das jetzt gerade war. Datenlos, fremde Daten. What are you doing? You were gone so long. I thought you drowned. Put the flare down. I was going to try and attract someone's attention. That's not a distress flare. Stop waving it around like that. You'll catch the fuel line. Okay, nicht alle sind von irgendwelchen Wächterviechern umgebracht worden. Einige sind einfach nur durch pure Dummheit gestorben. Das müsste gehen. Ich glaube, andere Konstruktionen gab es auf der Insel auch gar nicht. Wichtig sind die Melonenpflanzen. Ich glaube, die brachten ganz gut Wasser. Ich hätte da nur den Fehler gemacht, die alle gleichzeitig einzusammeln. Ich hätte eine von denen zerschneiden sollen. Aber na gut, jetzt habe ich's.
Innenbildskasten. Ah, okay, dann gab es doch tatsächlich einen Innen- und einen Außenbildskasten. Aber trotzdem kann ich die bei alle an Land und im Wasser verwenden. Das ist ja kein Problem. Laternenfrucht, die kriegt man in Dings auch, in Below Zero, wenn ich mich richtig erinnere. Die sind echt gut. Auch wenn es ja so völlig unnötig anfühlt, so eine Pflanze hier oben in den Beetkasten zu schmeißen. Okay, ich denke, ich habe alles, was ich brauche im Augenblick von der Insel. Ich weiß, dass noch irgendwo ein Portal sein müsste. Wie die Wellen überall gleich aussehen. So, Moment. Da hinten müsste die andere Insel aber trotzdem gewesen sein mit der Kanone drauf. Ich weiß gerade nur beim Messen nicht, wo der Eingang zur Innere dieser Insel ist, wo das Portal steht. Aber ich glaube, für das Portal braucht ihr sowieso Würfel. Ich komme später nochmal zu der Insel wahrscheinlich zurück, um mir den Rest zu holen. Wichtig ist nur, dass ich jetzt die Basisbaupläne habe. Und Pflanzensamen. Von der praktischen Sorte, von der Indoor-Sorte. Ich muss gucken, ob ich noch irgendwo Geesacks finde. Die brauche ich auch noch unbedingt. Die brauche ich für das Aerosol, das ich für den Greifhaken brauche. Und noch irgendwas anderes gab es da. Aber ich weiß, dass die G-Pots sehr tief unten sind und ich brauche nur noch Rubine, um die damit zu verarbeiten. Alles Sachen, die ich später machen muss. Jetzt erstmal müsste ich eigentlich die Aurora aufsuchen. Weil ich sonst nicht tiefer komme. Ich finde es angenehm, dass sie nicht alles hier potenziell tödlich gemacht haben. Ich meine, solche Sachen wie Reefbacks, die einfach stumpfen, nur als Hintergrundlebewesen existieren, okay, können Rohstoffe enthalten, aber man muss sie nicht töten. Ich glaube, man kann die auch gar nicht töten. Aber man muss sie halt auch nicht fürchten, sondern die sind einfach da. Nicht alles muss für uns Menschen unbedingt einen zwingenden Nutzen in einem Spiel haben. Das ist ganz angenehm an diesem Game, dass nicht alles potenziell tödlich ist, außer diese Mistviechern hier, die mir voll auf den Sack gehen. Ich glaube, die Wächter teleportierten einen immer random irgendwo hin, wo es extrem tödlich ist für einen. Inventar sieht nicht so. So, jetzt besser. Das ist zwar nicht immer ein Instant-Tod, aber trotzdem extrem unangenehm. Nichts zum Scannen hier? Ist ja armselig.
depth reached. Hull damage imminent. Wärmekraftwerk und daneben liegt ein Arm. Ich glaube, ich sollte wirklich mal die Maske einsetzen. So. Ich brauche 2 von diesen Armen. Oh, das ist schön. Ein Datenblock. Zyklopentiefenmodul. Ich nehme ihn einfach mal so mit. Nein, ich brauche ihn nicht. Brandbaum, das können wir einfach mal, weil er gerade hier ist. Bürostuhl. Ja, viele von diesen Einrichtungsgegenständen kann ich, glaube ich, auch auf Aurora finden. Okay, lass mich mal kurz checken. Okay. So, mein schöner Sauerstoffvorrat / Scheinwerfer. Oh, da ist ein Lüftungsschacht. Durch den könnte ich theoretisch rein. Kurz die Sachen an den Seiten checken. Scannerraum. Was bist du? Scannerraum. Signal. Da ist der zweite Krebsbohrarm. Gut, dass ich meinen Lasercutter habe. Ich hoffe, ich finde irgendwo Ladestationen. Die würden mir auch das Spiel wahnsinnig erleichtern. Ich meine, dann kann ich sogar auf dem Moonpool sogar für ein Weilchen zumindest verzichten. Das war das Wort. Schön, wie er konsistent dabei bleibt, auch wenn ich meine eigentliche Ausrichtung ändere. Ja, der Wurfhakenarm. Jetzt muss ich nur noch ein weiteres Wrack finden. Es ist nur ein Bauplan für den Wurfhakenarm gewesen, leider. Mal kurz gucken, ob da noch irgendwelche Technologien rumfliegen. Hier drin hatte ich alles gesammelt. Deswegen wollte sie nicht scannen lassen. Dann hatte ich irgendwo eine Tür aufgeschnitten. Weiter oben, oder? Oben liegt hier noch irgendwo ein Greifarm rum. Auf jeden Fall mehr Nahrungsriegel. Kein Greifarm, wie scheint. Das scheint nur ein Wartungsbereich zu sein.
Das ist ein Geräusch, was ich überhaupt nicht hören möchte. Das bedeutet auch, ich sollte mich so schnell es geht von hier verziehen. Ja, da oben ist er. Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Ich glaube, selbst wenn man nicht mehr infiziert ist, gehen die einen auf den Sack. Oh, ist das ein Bohrarm? Sensorraum. Ich brauche noch so einen Wurfhakenarmbauplanteil. Nein. Deswegen ist das hier aus ein aus Fahrzeugen raus teleportieren. Ich glaube sogar inklusive des Cyclops. Und dann greifen sie einen an. Mit Teleportationsscheiße. Das ist unlustig. Da ist eine Rettungskapsel. Auf den ersten Blick sieht die sogar sehr intakt aus. Und dann sieht man, da ist ein Riesenloch. Eine ungewöhnliche Puppe, die ist mir neu. Stift. Ich glaube, von dem Bauplan habe ich gerade nicht wirklich was gekriegt, oder? Welcome aboard, Captain. Okay, suchen wir mal kurz weiter nach weiteren Schrott. Aber ich glaube, hier ist nicht so wirklich viel mehr gerade, obwohl da ist eine Spur. Ah, Moment, komme ich gerade wieder zurück zur Aurora? Ah, ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Das ist nicht gut. Nein, überhaupt nicht gut. Ich müsste theoretisch am Arschende der Aurora sein jetzt, oder? Das würde die ganzen Trümmerstücke erklären, die so sporadisch rumliegen. Das heißt, hier ist einer von diesen verfickten Reaper-Titanen unterwegs. Wobei sehr viele von diesen Arschbombern unterwegs sind. Ich glaube, ich bin so ein bisschen abgewichen von dem Gebiet. Ich muss nach oben dafür, um mich zu orientieren. Da ist das Problem, wenn man keinen verdammten Kompass hat. Spielzeugauto habe ich ein Spielzeugauto aufgesammelt. Ich habe eine Kappe aufgesammelt. Zum Hamster nochmal. Tatsächlich, Arschende der Aurora. Das heißt, vor mir ist der Reaper noch. Sind die Taler von dem alten Moonpool? Der Moonpool ist nicht hier.
Egal, ich muss mal irgendwo eine Basis bauen, damit ich Kapazität fürs Lagern habe. Ich meine, im Augenblick. Lass mal die Kiste mal Kiste sein. Ich glaube, entlang der Aurora kann man noch Baupläne und Kisten abgreifen. Ich meine, wie viel Platz habe ich gerade? Gar keinen effektiven. Da, die graue Kappe. Habe ich das Auto habe ich abgegriffen? Kam das durch das Scan der Puppe? Fragezeichen. Nein, danke. Ich möchte bitte nicht, dass du mein Seemotto auseinanderbaust. Da müssen sich aber auch echt einige gute Filets aus dem Vieh schneiden lassen können. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich nicht die Teile für den Moonpool hier finde. Batterie, darüber freue ich mich. Das erspart mir das Sammeln von Materialien. Basisbau, das ist immer so ein Thema. Ich tendiere dazu, das mehr Richtung da zu machen. Das Ding ist aber auch um effektiv eine Basis zu bauen, muss ich natürlich eine Stromversorgung haben. Ich kann natürlich überall eine Basis bauen, aber dann habe ich nicht unbedingt Zugriff auf Thermalenergie. Außerdem bin ich hier in der Region das Ganze halt auf den Sack gehen, dass mir diese Sandhaie im Umgebung ausschwören. Auf der anderen Seite in der Nähe des Kelp Forests würde mir einen sehr stetigen Strom an emaillierten Glas und anderen Materialien liefern. Ich weiß nur nicht, wo ich das letzte Mal eine Basis gebaut habe. Ich war der Meinung, das war in der Nähe tatsächlich von einem Thermalschlot, damit ich Saft habe. Ich meine, wenn ich unten tief in der Höhle eine Basis bauen sollte, brauche ich definitiv eine andere Stromquelle. Am Anfang kann ich sowieso erstmal mit Solar arbeiten, also ist das nicht so das Problem. Ich meine, ich habe auch Basen gebaut, die nur mit Solarenergie betrieben wurden. Das reicht völlig aus. Man muss nur genug Solarzellen draufkleben. Ah, ja, das hier ist ein gutes Gebiet. Ich meine jetzt nicht für den Basisbau, um genau zu sein, aber hier findet man die guten Wrackteile. Hier müsste ich irgendwo entweder Prawn-Suit-Teile oder Teile für den Wurfarm finden. Oh, der hat mich ja echt gut getroffen, der Mistkerl. Okay, jetzt reicht's mir langsam mit den Viechern. Wo
ist ein guter Spot zum Reparieren. Ich glaube, hier kann ich das mal kurz machen. Da ist eine Tür, durch die ich einfach reingehen kann in das Wrack. Ich muss nur die Seemotte entsprechend parken, dass sie mir die nicht zertrümmern, wenn ich die gerade drinnen bin. Ich glaube, hier bin ich ganz gut aufgehoben damit. Passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. Ich kann mich ja irren, aber vielleicht werden die von Licht angelockt. Wer weiß. Du hast ja ein tolles Plätzchen ausgesucht, mir auf den Sack zu gehen. Schwimmt das mit Ladefunktion. Ich kann Salzsäure auch herstellen. Irgendwann kriege ich gar nichts mehr daraus. Irgendwann kriege ich nur einfach Titanteile und das war's. Weil die Technologien dann alle freigeschaltet sind. PRAWN Safety Instructions Appendix A14. Don't climb on or get off equipment while it's moving. Ein paar mehr Scans für den Krebs, aber immerhin habe ich mir schon mal einen Teil. Und ich weiß, dass in Aurora mindestens zwei Teile dafür sind. Mal kurz Sauerstoff tanken. Dann ist definitiv meine nächste Destination die Aurora, damit ich die restlichen Teile für die Prawn-Suit kriege. Aber wie gesagt, ich brauche den Wurffanghakenarm, aber der müsste irgendwo hier drin oder in der Nähe sein, würde ich sagen. Noch mehr Flutlicht. Ah, brauche ich auch zwei Baupläne für. Oh, hier ist ein Loch in dem Schiff. Gut, hier kann ich also auch rauskommen. Fanghaken an? Ja! Hatte ich den Bohrarm auch schon freigeschaltet, aber ich glaube, der ist definitiv weniger wichtig als der hier. Gar nichts übersehen. Die Bank kann ich scannen. Bevor ich weitermache, Sauerstoff. Wo war die Motte? Motte. Da. Uh-oh. Da. Welcome aboard, Captain. Also man kann die Türen schließen. Manche Leute machen das aus reiner Paranoia heraus.
bin, kann ich nicht scannen. Ne. So, den Kompositpot habe ich schon. Na, führt das wieder in die Freiheit? Nein. Zumindest nicht direkt. Aber indirekt, okay. Okay, die Tür lässt sich nicht schweißen. Kann sein, dass sie dafür noch irgendwas Spezielles braucht oder die gehen einfach stumpf nicht. Ist nicht wichtig gerade. Ich habe Dinge, die ich brauche und das ist das, was ich brauche. Ich weiß, dass Leute mal große Viecher, gerade diese Megatitanen, mit in das Spiel reingemoddet haben. Aber sowas will man hier, glaube ich, nicht sehen. Es gibt einen so einen richtig gewaltigen, der sogar größer als der Imperator-Titan ist. Und das Ding ist einfach ein riesiges Tentakelmonstrum. Es ist absurd gewaltig, dass es einfach nicht in die Landschaft reinpasste. Letzter würde in die tieferen Regionen reinpassen, da wo man nicht hingehen sollte, weil man sonst von diesen Ghost-Leviathans gefressen wird. Aber, ja. Die Dinger sind groß genug, um sogar dem Imperator-Titan gefährlich zu werden. So. Ich glaube, meine Festplatte wird bald volllaufen, deswegen sollte ich mal Schluss machen. Also noch zurück zur Dingens. Und ich habe wahnsinnig viele Baupläne gekriegt, gerade für die Unterwasserstationen. Das ist sehr praktisch. Aber auch für vielen anderen Kram und auch einiges an Materialien gesammelt, die ich brauchen kann. Alles gut. Meine Seemotte ist sowieso schon auf 30 Energie runter. Meine ganzen Batterien in meinen Geräten lassen langsam nach. Ich muss eine Basis bauen. Und die Aurora besuchen. Aber deswegen sage ich erstmal speichern und dann danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, tschüss und tüdelü. Seit dem letzten Speichern, 2 Stunden 35 Minuten, willst du mich verarschen, ich habe gespeichert. Ja, fuck me.